Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Drenga 2 mit mir zusammen, MC Hartmann. Was geht ab bei euch? Im Livestream, da sind wir ja gekommen, bis das erste District zerstört wurde, das District of Lebendigen Feuers. Glaube ich, war das. Und jetzt ist unsere gute Freundin Mana entkommen. Und wir natürlich mit unseren Drachenleckner hinterher direkt. Und haben erstmal ihr Luftschiff abgeschossen und die sind jetzt irgendwo in irgendeinem Wald. Und wir müssen uns dorthin begeben. Rüsten wir uns nochmal schnell aus. Keine Accessoires. Und dann schauen wir mal, was uns dort im Wald erwartet. Außer Monster und ihre komischen Lakaien da. Eris. Well, did you find her? No, not yet. If the guilty are good at anything, it's running and hiding. All right. Then we should press on, but carefully. I don't think many people have passed this way before. Durchsuche das undurchdringliche Land und ergreife die flüchtige Mana. I sense the girl in the area ahead. Let us fly over there. Und wieder nur Monster. Aua, aua! Und das war's mit der Waffe zu kämpfen. Die ist jetzt Stufe 4. Dann nehmen wir weiter das, die Vaterlandsliebe. Das ist natürlich echt. Aber die Mana, die hat es schon echt in sich. Wie gesagt, wir kennen sie ja schon aus dem ersten Teil von Drengard. Da hat sie ja auch versucht, die Welt irgendwie zu vernichten. Aber wie gesagt, ich werde nicht spoilern oder sonst irgendwas. Wir werden noch sehen, was so alles passiert. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu sehr geflasht oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt richtig gehen, weil ich habe keine Karte. Ah, doch, okay. Wir gehen richtig, Leute. Wir gehen richtig, wir gehen richtig, wir gehen richtig. What's this wall here? We can't go any further. Ah, da. I wonder if she's been here before. Und keiner von den Leuten nimmt eine Karte, ne? Ich bin schon sehr gespannt drauf. Oh, was ist denn jetzt? Legner! Oh, wir springen ab hier. Ich weiß ganz genau, wo hier die Kristalle sind. Hier oben ist einer. Ah, warte, da ist noch eine Kiste. Da war der. Auf der Seite. Hier war er.
Und hier war auch einer drinnen in der Höhle. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach, hier war der. It's the perfect place for a criminal hideout. Nö. Willst du mich veralbern? Nee, da kam ich her. Warte mal, wo ist denn jetzt dieser Spasteneingang? Der ist hier. So, hier ist noch der Kristall und dann geht die nächste Barriere weg. So. Aber ich weiß, dass hier auch einer ist. Nö. Ey, ich weiß das gar nicht, Alter. Okay. Ah, hier ist der. So, jetzt können wir weiter, Leute. Ey. Das war ja mal eben eine richtig geile Suche hier. So. Hier hin. Und keine Karte, das ist der Hammer. Oh, noch mehr Monster, ich breche ab. Wir nehmen mal Aris, damit ihre Waffen auch mal ein bisschen Stufen steigen. Hier verlieren die Gefährten wenigstens sicher Leben von alleine, so wie in den anderen. So, und da, wo der rote Rauch rauskam, da müssen wir raufschlagen. Da hinten. Der Boden fühlt sich warm an. Du spürst irgendwie eine Kraft von ausgehen. So. Zack. Jetzt ist der Nebel weg. Jetzt können wir nämlich da durch. Weil wenn der Nebel noch da ist, dann können wir da nicht weiter. So, ist hier noch irgendwas? Eine Kiste oder sowas? Nö. Dann gehen wir weiter. Hat auch keiner eine Dings, ne? Eine Karte für diesen Ort. Hallo. Da. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt weiter. Oh, die bewegt sich ja so richtig lahmarschig, ne, die Alte. Aber hochspringen kann sie, das kann sie, ey. Ich kann sogar bei dem Felsen hier springen. Oh.
from me! Deine Kameraden werden angegriffen, helf ihnen. Ja. Dann nehmen wir mal den guten No Way. Der kann das schnell mit Nacknamen machen. We found this map with the criminal's belongings. Here, you take it. Du hast die Karte des undurchdringlichen Landes erhalten. Jawohl, geil. So sieht die Karte aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, da hinten durch die Höhle. Ach nee. Nee. Legner! Oder? Doch. Doch, doch, doch. Wir müssen hier hinten hin. Da durch die Höhle müssen wir. Ich muss hier rein, das weiß ich. Aber ich weiß es auch. Someone used this path recently. But which way? So. Jetzt müssen wir hier rüber. Oh, das wusste ich zum ersten Mal gar nicht. Da bin ich irgendwo hingeflogen und irgendwann war ich dann hier auf der anderen Seite. Hiding out in this cave. This looks like it might be it. There's nowhere else she could be hiding. Well, we've no choice. Right. We have to push on. Genau. I'll look for Manor on the ground. You take the sky. Very well. Don't lose your way chasing after her, my boy. Und da sind sie auch schon. The knights are coming! Die Gefolgsleute von Manor. Du findest einen Zettel in der Brusttasche des Aufständischen, die Sackgasse, durch die der Wind weht. Schlag auf die linke Wand ein. She must be behind this wall. How does she do this? Findest ein Zettel? Ja, ich weiß doch. Ja, ich weiß es doch. Du
Du spürst eine Brise durch die Ritze dieser Wand, wehe, hinter der Wand scheint ein Weg zu liegen. Okay, was kommt jetzt? Ach du Scheiße. What the hell are these beasts? You won't get past us so easily. Bezwinge den Behemoth, die grässliche Kreatur, die die Aufständischen in den Kampf schicken. Oha. Attack! Kill the knights! No way, they're rebels. Let's fight! Ja, ich mach das schon. My flanks will be unbeatable. Los, los, beeil dich! Boah, Alter. Jetzt muss ich aber ein Leben nehmen. Das war's mit dem Behemoth. Das war jetzt auch kein schwerer Bosskampf. Es gibt noch schwerere. Du hast die Aufständischen gestellt, entreiße ihnen Mana. Du hast findest einen Zettel in der Brustscheide des Aufständischen, hülle dich in den Schein des ersten Lichts und schreite voran. Jetzt ist es vorbei mit Mana. Endlich. Da hinten müssen wir hin. Is this also her power? Ja, ich weiß es doch. Komisch bei denen, fließt kein Blut, wenn ich die töte. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber ich weiß jetzt nicht zu welchen. Ist jetzt hier? Und ich glaube, ich muss zu dem. Jawohl! Hier sind wir schon. Vor
Voll die Abgemagerten, ey. Na gut. Mussten halt alle arbeiten. Must be in this room. There she is. You've nowhere left to run, Manna. Lady Manna, we'll save you. No, don't throw away your lives. We will flee. She's getting away. She had an escape route planned all along. No way. Stop wasting time. After her. We'll show them. Lady Manna, the exit is near. We'll hold them here. I'm sorry. I'll fight to bring peace back to this land. She's tricked them, that wretched witch. Die hat so viele Gefolgsleute noch, obwohl sie damals so viel Schlimmes getan hat. Aua! Why do these people give up their lives to protect her? Das war der letzte. Mission beendet. It's no good. She's not here. Did she slip past us? She escaped on a ship that the rebels had ready for her. Woman. Lady Eris, orders from General Gizmore. You are to abandon your pursuit of the rebels and withdraw from the area immediately. Withdraw? But we almost had her. He must have his reasons. All forces, prepare to move out. Noe, you go on ahead and report to General Gizmore. With that dragon at his side, the boy is too strong. Like Oro was. If I don't do something soon, I might not get another chance. It's time to put my plan into action. Was hat er vor? Oh, habt ihr gesehen? Meine Gefährtin ist weg. Kapitel 3, Entfremdung. Entfremdung. The key of the district of Soul Flame is destroyed. Destroyed by the mysterious woman called Manna. Just as her sentence was to be carried out, she fled. Though we flew after her, she eluded our grasp. Now we have been ordered to return to the Grand Shrine. But Manna, who are you? Tja, wer bist du, Manna? So, wir haben jetzt einmal freie Expedition, die endlosen Schluchten und das Dorf des Steins wurde hinzugefügt. Da können wir halt Waffen kaufen, Items und Accessoires für unsere Charaktere. Und jetzt sind wir schon Kapitel 3. Wir müssen zurück zum Hauptschrein, zu General Gizmo. Er will mit uns reden. Und jetzt geht's richtig rund. No way. I've been wanting to talk with you for some time. This seems to be a perfect opportunity. Sir? Come now. Don't be so formal. Why don't you tell me what's on your mind? Here. This was
Auror's favorite drink. Thank you, sir. You are a stubborn young man, Noe. Just like Auror was. Like father, like son, I suppose. However, it bothers me, frankly, to have someone so powerful in our midst. What? Be quiet. I haven't finished. Yes. 3 years ago, I gave that same drink to Auror before he left to lead the defense. He drank it all down without hesitation. Just like you. What? My eyes. I can't see. You have poisoned me. You! Oh! Is it working already? You are weak. Auror managed to confront the one-eyed man before he succumbed. You mean... you killed him? But why? You fight evil, yet you're willing to trust everyone around you. You're a fool! When I see fools like you, I want to crush them. Like insects. Gizmo! You won't get away with this. Da hat er den General den Arm abgehauen. Boah, Leute, und damit beenden wir auch das zweite Kapitel mit einem super geilen Schlag ins Maul. Wir haben unseren ehrenwerten General Gizmo den Arm abgehauen, weil er uns vergiftet hat, genauso wie damals unserem Vater General Auror. Und was passiert wohl als nächstes? Tja, meine lieben Freunde, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Drengar 2 mit mir zusammen, den MC Hartmann. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen!